Blondes Gift. Inspiriert durch die Leidenschaft für Haarfarbe, die ich schon sehr früh zu Beginn meiner Friseurkarriere für mich entdeckt habe, war mir völlig klar, dass ich einen Namen für meinen Salon wollte, der natürlich den Bezug zum Handwerk zulässt und natürlich auch die Spezialisierung auf die Haarfarbe Blond, aber der trotzdem noch ein bisschen Raum für Kreativität lässt. Denn Blond ist für mich die facettenreichste Haarfarbe, die eine Frau tragen kann. Ich stehe für Perfektionismus, der mir manchmal auch im Weg steht, für absolute Authentizität, Kreativität, ich glaube mit dem absoluten Bewusstsein für Stil, aber trotzdem sehr bodenständig und jeden Tag aufs Neue ganz nah am Kunden. Style Master, Global Winner war natürlich der emotionalste und wahnsinnigste Moment in meiner Friseurkarriere. Ich erinnere mich an die Vergangenheit, wo ich manche Show gesehen habe und gedacht habe, wow, was für wahnsinnig kreative Artisten, und dann irgendwann selber dazu stehen und für das honoriert und gefeiert zu werden, wofür man jahrelang einfach gearbeitet hat, war ein wahnsinniges Gefühl, und wenn ich die Bilder heute noch sehe, absoluter Gänsehautmoment. Dann ging der Wahnsinn weiter und Behind the Chair nominierte mich als beste kreative Artistin für eine meiner Kollektionen, und keine 4 Monate später stand ich in Amerika und wurde ausgezeichnet als beste internationale Kreativartistin, und das war natürlich einfach nochmal das i-Tüpfelchen auf dieser ganzen jahrelangen Arbeit. Was zieht die Leute zu uns? Ich glaube, es ist die Atmosphäre, die Kombination aus fachlichem Know-how, der Persönlichkeit und dem Gefühl für den Kunden. Dabei darf aber natürlich die Menschlichkeit nicht zu kurz kommen. Dazu gehört mancher Witz und natürlich auch Bond.